Jubel auch beim anderen Neuling Stahleisenhüttenstadt und dabei spielte sich besonders die Familie Schulz in den Blickpunkt. Zunächst traf Carsten und dann der jüngere Bruder Mike Schulz. Wie heißt es doch so schön? Wenn der Vater mit dem Sohne. In diesem Artikel bringt Sportecho-Redakteur Andreas Beingo Folgendes ans Licht. Obwohl die Söhne Carsten und Mike zu Beginn nicht ausschließlich dem Fußball nachjagten, siegte am Ende der Ehrgeiz von Vater Wolfgang Schulz. Dabei gelang Mike Schulz gegen Brandenburg nicht nur sein Oberliga-Premierentreffer, es war gleich ein Tor aus der Raritätenkiste. Direkt verwandelte Eckball, Brandenburgs Verteidiger Freund erwies sich ungewollt tatsächlich als Freund der Hütte-Elf, das spektakulärste Tor beim 3:1-Erfolg. Tja, das sind wohl Tore, die den Schützen häufig meist selbst überraschen.